Wir wissen alle, dass Biodiversität, also die Vielfalt vom Leben, dass die bedroht ist. Ich stehe jetzt hier in einem Prospecia rara Obstgarten. Das ist ein Hotspot von der Biodiversität. Der Obstgarten den mein Mann und ich zusammen bewirtschaften. Einerseits haben wir da die wilde Biodiversität, Hornissen, die da in dem alten Baum brütet. Es hat da Höhlen, wie auch in anderen Bäumen im Obstgarten. Und in diesen Höhlen hat auch schon der Grünspecht brütet. Bei uns als Gast sind auch Wiseli. Es sind Fledermäuse und ab und zu besucht uns mal auch einen Wiedehopf. Andererseits zeigt sich Biodiversität auch in der Form von der Sortenvielfalt. Auf fast 100 Bäumen wachsen da 90 verschiedene Sorten, und zwar von Äpfel bis hin zu den Zwetschgen. Der wunderbare rote Äpfel heisst Wieler Rot. Es ist ein Tafelöpfel, aber einer, der auch gut geeignet ist zum Mosten. Es ist eine Sorte, die man in ausgewählten Coop-Filialen bekommt, etwa ab Januar, weil es ist auch noch eine tolle Lagersorte. Die Birne mit dem langen Stiel heisst Legibirne. Das ist eine klassische Dörrbirne. Meine Großmutter hat damals das Dehret im Kachelofen, Schnitz daraus gemacht, Dehret, und dann auch Birnenwecke daraus gemacht. Und das mache ich heute noch. Fast 2000 Sorten hat Prospecia rara in der Erhaltung. Darunter hat es feine, aber auch derige, die vielleicht nicht so super gut sind. Dafür haben die robuste Eigenschaften, die uns sehr viel nützen, auch zum Beispiel für Neuzüchtungen. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich die ganze Breite von dem Genpool erhalten. Neben dem Genpool ist natürlich auch die ganze kulturhistorische Geschichte, die dahinter steckt. Das ist wirklich immer sinnlich, dem auf die Spur zu gehen und das zu erfahren und das auch in den eigenen Garten hineinzuholen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber einen Jungbaum zu pflanzen, dann macht doch das. Von unserem Online-Sortenfinder hat es ein grosses Angebot, wo ihr könnt auswählen könnt, was ihr gerne möchtet. Die beste Pflanzzeit, die kommt jetzt dann, die ist wirklich so Ende Oktober, November bis etwa im März hinein, einfach wenn es nicht gefroren ist.